So, dann herzlich willkommen zurück zum JFD Live Trading TV. Zunächst erstmal wieder der Risikohinweis. Und dann schauen wir noch ganz kurz auf den DAX, bevor wir uns den US-Indizes widmen. Hier ist nicht viel passiert. Hier ist es nur von der 9.950 Marke, wie im Chat kurz geschrieben, bis Börseneröffnung bis zur 10.000 Punkte Marke gelaufen. Und dort kämpft eigentlich ja die ganzen letzten 1-2 Stunden. Das präferierte Szenario sieht eine nochmalige Korrekturbewegung bis ca. 9.900. Ja, in dem Extremfall 9.830 noch vor. Kaufsignal, ja, aber eher ein schwaches Kaufsignal wäre zunächst erstmal ein über 10.040 oder 50. Ja. Wieso ich jetzt auf ein unteres Kursziel noch hoffe, auch um wieder einzusteigen? Es liegt daran, dass die US-Indizes auf jeden Fall eben auch Rückschlagpotenzial haben. Der Nasdaq kommt aktuell nicht über den horizontalen Widerstand bei knapp unter 4.350 hinweg. Gestern hat er hier eine Doji-Kerze produziert und hat eben ist zwar kein großer Abstand mehr, aber hier ist noch ein offenes Gap. Hier wird noch mit einem Kursrückgang bis zum EMA 38 im 4-Stunden-Chart ausgegangen. Und dieser notiert aktuell bei 4.266. Also etwa, das ist direkt die Nasdaq, ist keine Indikation, sondern direkt der Nasdaq 100-Index. Wir stehen ja schon deutlich tiefer, also etwa hier, und ja, sind circa 40-50 Punkte Down-Potenzial gegeben. Im Dow Jones Index wäre hier ein präferiertes Korrekturziel bei ca. 16.700 Punkten. Ein Tagesschlusskurs unter 16.666, denke ich mal, werden wir in den nächsten Tagen nicht erleben. Kurzen Anlaufen, ja, aber Schlusskurs darunter eher nicht. So, dann kommen wir noch zum US-Dollar-Index. Da ist die Kurshistorie relativ knapp. Beginnt erst Mitte diesem Jahres. Deswegen sind jetzt die EMAs nicht ganz, liegen bestimmt sicherlich nicht ganz korrekt. Wir gehen gleich noch in die unteren Zeitebenen. Aber im Tageschart ist sicher ein Widerstand, markanter Widerstand zwischen 96,50 und 96,40 einzuzeichnen. Erst oberhalb, ja, würde ich ein Long-Szenario befürworten. Im 4-Stunden-Chart liegt ein Widerstand bei 95. Oder bei exakt 96 Punkten. Der ist dadurch bedingt durch einen horizontalen Widerstand und eben auch die Rainbow-Oberkante. Und hier im unteren Bereich gab es jetzt jeweils einen bullischen Abpraller nach oben. Also im Moment eher die Seitenlinie noch zu befürworten.
Dann habe ich noch ganz kurz das interessante australische Dollar, US-Dollar. Können wir kurz anschauen. Also hier ist wirklich ein Clusterwiderstand zwischen 0,72 und 0,7250. Sollte dieses Widerstandsband bei per Tagesschlusskurs überwunden werden, sollte man relativ recht zügig an den EMA 200 laufen, und hier liegt eben auch gleichzeitig wieder ein horizontaler Widerstand. Ja, man darf gespannt sein, ob es jetzt, ob es noch diese Woche zu einem Ausbruch kommt oder nicht. Vielen Dank und bis morgen dann. Ade.